Ich bin Merle Sievers, Gastreporterin bei der NOZ aus dem Rheinland. Heute ist der 11.11., Start der Karnevalssession. Ich versuche heute, die Osnabrücker vom Spaß des Karnevals zu überzeugen. Und zum Karneval gehört natürlich Bier. Und weil ich der Überzeugung bin, dass das rheinische Bier zum Karneval natürlich am besten schmeckt, testen wir jetzt mal, ob die Osnabrücker überhaupt den Unterschied erkennen. So, zwei Bierverkostung. Das ist das erste Bier. Bitte einmal probieren. Ja. Okay. Jawohl. Ich weiß schon Bescheid. Das ist das zweite. Ja, das zweite war das Kölsch, das erste war das Bier. Richtig! Das weiß ich doch, dass das richtig war. Richtig! Ich bin doch häufig in Köln. Die Osnabrücker kennen ihr Bier. Ja. Ich glaube, dass... Dann ist das Kölsch. Richtig! Wir machen heute Blindverkostung. Blindverkostung Kölsch gegen Herforder. Du darfst beides probieren. Du musst nicht sagen, was dir schmeckt oder was dir nicht schmeckt. Nur, ob du erkennst, was Kölsch und was regionales Bier ist. Das schmeckt sehr regional. Aber du weißt ja auch nicht mehr, was welches ist, oder? Doch. Das ist Kölsch. Andersrum. Tatsächlich. Das ist Herforder, das andere war Kölsch. Aber das macht nichts. Schmeckt ja, oder? Ist gut, danke. Das ist prima, viva Colonia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust, wir glauben an den Levriott und haben noch etwas. Jetzt kommt der Test, ob ich die beiden Biere überhaupt auseinanderhalten kann. Prost! Das ist das Kölsch. I love. So richtig gefunkt hat das auch nicht. Und deswegen gehe ich jetzt mal dahin, wo heute am 11.11. in Osnabrück die Ecken zu finden sind. Ich stelle fest, die professionellen Karnevalisten in Osnabrück, die wissen, wie man feiert, aber auf der Straße, das müssen wir noch ein bisschen üben. Oder ihr kommt einfach alle im nächsten Jahr mal ins Rheinland und wir feiern da. Tschüss!